Hallöchen, Freunde des Radsports und herzlich willkommen zurück zu unserer Pro Cycling Karriere mit Erik Zabel, wo jetzt die Tour de France ansteht für den frisch gebackenen deutschen Meister Erik Zabel. Wir konnten unseren Titel wieder verteidigen. Oh, das sieht aber gar nicht so gut aus. Ich glaube, unser Programm war ein bisschen zu hart. Eieieiei, wahrscheinlich hätten wir die Helvetia nicht fahren sollen. Dann hätten wir uns hier vielleicht bis ganz unten entspannt. Oh, das wird eine harte Tour de France für uns, weil wir haben jetzt nur noch 4 Tage, wo wir uns ein bisschen entspannen können. Und ich glaube nicht, dass das hier noch großartig runtergeht. Das Ziel Tour de France nehme ich jetzt hier raus. Und Europameisterschaft, naja, wissen wir ja, dass sie da so vor der Vuelta liegt. Der wird dann ausgelöst, das dauert noch ein bisschen. Also unter Umständen noch irgendwann in der Tour de France, wahrscheinlich aber eher nicht. Das könnte dann mit der Weltmeisterschaft ungefähr passen. Ich glaube, ich lasse erstmal nur so die Weltmeisterschaft da drin. Und wir gehen jetzt rein in die Tour de France. Ich hoffe, wir kommen noch ein bisschen von unserer Ermüdung runter. Wie gesagt, in 4 Tagen wahrscheinlich nicht gerade viel. Wie gesagt, ein bisschen zu hart das Programm. Wäre natürlich toll, so vor der Tour de France wieder unten anzukommen, weil in die geringe Ermüdung geht man bei den großen Touren hier meistens rein. Allerdings, ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man dann über diese geringe Ermüdung noch drüber hinausgeht, ne? Boah, jetzt können wir wieder Pünktchen vergeben. Was ja für uns völlig egal ist, kommt alles auf Jumbo. Aber warte mal, wir splitten es ein bisschen. Komm, du kriegst auch mal einen drauf. Die werden uns wahrscheinlich sowieso alle Angebote machen am Ende der Saison. Ja, der kann, ist du weg. Und du kannst auch weg. Und es geht los mit einer Flachetappe. Dann kommt schon die erste Bergetappe und dann kommt wieder eine Flachetappe. Und das kriegt ihr natürlich alles in dieser Folge präsentiert. Ja, wenn die Woche dann irgendwie umgesprungen ist, dann schaue ich mal, wie es mit der Ermüdung aussieht. So, hier ist unser Team und jetzt ist unser Mark Donovan auch mal dabei. Also, der sieht echt gut aus. Hat gute Fitness. 81 am Berg. Also, ne, im Moment auf 82 durch seine gute Fitness. Und naja, im Zeitfahren ist er auch nicht schlecht. Regeneration hat er gut. Ausdauer hat er gut. Hey, vielleicht kann ja unser Kapitän hier sogar richtig was reißen. Und wir haben halt auch ein paar ganz geile Helfer beim Sprinten dabei. Dainese, Philipsen, Stockbro haben wir ja auch noch. Ventia, die beiden können auch richtig gut in der Ebene fahren. Der mal für euch das Magazin. Deli ist hier Top-Favorit. Bei den Werten wundert mich das auch nicht. 83 Sprint, 83 Beschleunigung, ne? 80 Ebene. Erik ist sogar nur hier ganz unten gewertet. Naja, Sprinten ist ja auch nicht unsere Haupteigenschaft, aber naja, vielleicht können wir hier mit Erik trotzdem was reißen. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to this Grand Depart in the Nice hinterland. We have an unusual route for this first stage because in a rare event for the Tour de France, the riders will have to complete 3 big circuits. However, that probably won't upset the scenario of the stage, which should end in a bunch sprint on the Promenade des Anglais. Ja, und damit herzlich willkommen zur ersten Etappe der Tour de France hier und hat er eben gerade wirklich in den Nice Hinterlands gesagt, also in dem Nizza Hinterland, also ich wüsste nicht, dass es das englische Wort Hinterlands gibt. Kann ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ich mich da irre. So, wir haben auch 2 Kranke dabei. Es sind unsere beiden anderen Sprinter. Lalalala. Tja, Paleni. Könnten wir als Beschützer einteilen. Borgioli. Ich glaube, den Borgioli nehme ich für unseren Captain. Für Donovan. Da nehme ich den Paleni für Erik. Und den ganzen Rest lasse ich alles für sich alleine fahren. Das sind einfach zu gute Fahrer. Rinsman ist schon ganz vorne. Der bleibst du auch gleich. Noch irgendjemand? Nö. Der Rest kann sich erstmal nach vorne bewegen.
Und auf geht's, rein in die erste Tour de France-Etappe. Stopp. Also wir müssen wahrscheinlich schon in der ersten Hälfte unser Sprinter-Trikot, wenn wir es denn, ne, erreichen können, festigen, weil in der letzten dann unsere Ermüdung zu hoch sein könnte. An attack is launched. Und deswegen werde ich wahrscheinlich den Rennplan auch noch ein bisschen zur Vuelta ändern. Aaron's Man hier vorne, das passt mir gar nicht. Das wird der wichtigste Helfer für Donovan werden. Ja, es fällt sich das Tempo auch an und ich gehe jetzt dann auch noch mal rein in die Action. Also vorne sind 13 unterwegs gewesen, muss ich jetzt sagen. Denn sie wurden wieder eingefangen. Oh, mal gut, dass wir die Kamera noch haben. Dann wieder 3 unterwegs. Nochmal 3 hinterher. Stuckbro ist schon relativ weit vorne. Oder? Nee, das sah nur so aus, ne? The breakaway has now got over a minute on the pack. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Na, der Puls ist noch relativ hoch. Oh, da kommt Philipsen. Das ist Philipsen. Nee, Philipsen. Du bist doch krank, Mann. Trotz, dass der krank ist, hat er eine ziemlich gute Form, ey. Naja, die schruppen definitiv noch. Zieht euch mal den Puls hier rein. Die mögen die Sechser vorne nicht. And now Omar Freile goes into the attack. Tja, Erik wird hier durchgereicht. Das ist aber auch erstmal egal. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Boah, fahren die im Druck. Und was halt crazy ist, der Abstand wird trotzdem nicht großartig kleiner. Hohoho, da haben wir gleich die erste Etappe so richtig in sich. Donovan kommt nach vorne. Ich denke mal, da es eine Flachetappe ist, den sollte ich glaube ich mal stoppen lieber, oder? Komm, ich stopp mal den lieber. Nicht, dass er hier seine Energie verfährt. Okay, dass du so weit zurückfällst, wollte ich eigentlich auch nicht. Deficit is being cut back. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Oh ja, das sehen wir. Das Tempo ist gewaltig. Jetzt auch schon nur noch eine Minute nach vorne. Alter. Ich glaube immer mal, die auf 85 haben immer auf 92, damit ich nicht zu weit zurückfallen. Hier Donovan ist schon hier ganz hinten. Dann zappen wir mal. Die schaffen wir ja wieder einzufangen. Fall in the pack! Hater gestürzt. So, jetzt aber Stockbro hier ganz vorne. Klingt nicht mal aus da. There are several riders who can't keep up with the pace. Alter. Dein Nesse ist hier hinten. Escapees have surrendered. The pack gave them no chance. And now Omar Freile goes onto the attack. Tja, wir haben die tatsächlich wieder eingefangen. Jetzt sind die nächsten vorne unterwegs und dann würde ich sagen, jetzt cutte ich euch das raus und zum Zielsprint sehen wir uns ja wieder. So Leute, ich nehme euch mal kurz mit rein. Ich versuche jetzt mal hier den Sprint zu holen. Das wird natürlich sehr, sehr schwer werden. Oh Gott, jetzt zieht er nochmal an. Warum zieht ihr jetzt nochmal an? Ich wollte angreifen. Nee. Dann machen wir das so auf jeden Fall nicht. Wir gehen mal hinter Ewan.
Das war unser Beschützer, ne? So, du stellst dich mal hier auf ein bisschen höher ein, damit du nicht so weit zurückfällst. Alter, zieh die an hier. 4 Kilometer noch. Ist das Juwel? Nee. Da ist Juwel. Zwei Kilometer. Ah, Juwel gefällt mir nicht so richtig. Ob ich Stuart nehme? Jacuzzi, Kurt Nielsen. Ich bin hier so eingequetscht. Das ist schlecht. Aber ich glaube, ich bleibe bei Stuart. The pack is putting the squeeze on the breakaway. The pack is increasing its work rate. Spiel einfach aus. Vielleicht kann sich da keiner ranhängen. Jawohl, die Puck da haben wir uns mit Erik geholt. Wieder einfach lassen hier. Wir brauchen irgendwie noch Wasser. Warum fangen die mich nicht ein? I see a rider with a flat tire. It's happened at a very bad time. Alter, könnt ihr mal rankommen? Ich brauche Teamunterstützung. So, da sind sie wieder. Da ist unser Beschützer. Du beschützt Erik. Oh, ich glaube, jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Anstieg vorbei ist mit dem Wasser. Könnte ein bisschen knapp werden. Die stellen wir mal alle auf 99 ein. Ich cut euch das nochmal bis zum Zielsprint raus. So, Leute, da vorne ist die 20-Kilometer-Marke. Da nehme ich euch wieder mit rein. Da hier auch gerade so ein klein wenig Abfahrt noch ist, machen wir mal den Zug schon mal fertig. Also Donovan kommt natürlich auf jeden Fall nicht mit rein. Aaron's Man. Du bewachst mal den Donovan. Der hat eine miese Form. Da würde ich ja mal sagen, dass hier Borgioli den Anfang macht. Die restlichen, die lasse ich glaube ich auch schon mal hängen. Also, du kommst hinter Stockbau. Dahinter kommt Philipsen. Da kommt Erik dann dahinter. Warte mal. Aaronsman beschützt den. Aha, hier stimmt ja. Den haben wir noch. Und der Stockbro, warte mal. Den stellen wir schon mal anders ein. Da kommt der Stockbro hinter. Und wenn Borgioli irgendwann mal vorne sein sollte, dann hängt er sich da dran. Er kommt hier aber ganz schwer nach vorne. Boah, da wurde er gerade weggeblockt, falls ihr das gesehen habt. Ja, jetzt ist auch immer so blöde. Hier, dieses Rechtslenken mache nötig. Das macht er selber. Ich darf den Punkt halt noch nicht nehmen. Ich komme mit dem, der hat 77 in der Ebene. Ich komme mit 99 nicht ran. We've got 15 kilometers to the finish line. Alter. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Alter, warum darf ich denn auch Punkt nicht nehmen? So, jetzt ist es aber soweit. Jetzt kannst du dich ranhängen. Und jetzt darf ich auch Punkt nehmen. Naja, Volldampf lieber noch nicht. Hängen denn alle dran? Ja, mein Zug steht. That's the end of the breakaway. The pack gave them no chance. Da kommt auch schon die 10-Kilometer-Marke. 10 kilometers to the finish line. Und Dampf! So, tauschen wir aus. Ah, Mist.
95? The sprinters are positioning themselves up front. Oh, it'll probably da kommt be a mass zu. Sprint finish. Und gleich mal ein bisschen schneller machen. Nein! Wo ist Erik? Jetzt kommt er wieder nach vorne. Renner. We're into the last 5 kilometers. Letzten 5. Na, jetzt noch mal deine Nase rein. Der kriegt auch den. Kann noch ein bisschen. Oh, da geht er wieder ab. Scheiße. Ah, ob deine Nase das reißen kann, weiß ich nicht. Boah, Erik hat schon fast nichts mehr. Nein, Deli zieht uns ab. Also nicht nur Deli. Ah, da bin ich mit den Leuten zu schnell gewesen, ey. Scheiße. Also meiner ist auf jeden Fall weg. Das wird eine ganz schlechte Platzierung für Erik. The pack has just reeled in the escape group. Vielleicht kann Flynn uns noch ein bisschen weiter vorne halten. A great win in the sprint of the strong men. Top 10. Leider nur den 7. Ja. Ah, da habe ich wohl ein bisschen zu viel Dampf gemacht. Scheiße. Aber man hat auch gesehen, also Deli hat auch einen guten Zug, ey. Da können so viele noch unheimlich tolles Tempo fahren. Das wird, denke ich, mal eine schwere Nummer. Vor allem, ne, wenn wir damit rechnen, dass wir vielleicht am Ende der Tour de France ziemlich ermüdet sind. Naja, wenigstens haben wir da bei dem Zwischensprint nochmal ein paar Punkte eingesackt. Ja, jetzt kriegt er natürlich unheimlich viele Punkte. Vor allem, er ist Erster, wir sind Siebter. Der Abstand ist auch noch riesig. Ergebnisse. Vielleicht wird es ja dann bei der dritten Etappe was. Boah, ja, wir hängen schon ganz gut hinterher, ne? Obwohl 7 Punkte, naja, das geht noch. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es 50 Punkte gibt, aber nee, gab nur 30. Ja, das findet er sogar gut. Ich finde das nicht so gut, den 7. Platz, aber unser Manager findet das gut mit dem 7. Platz. So, jetzt kommt schon die erste Bergetappe hier. Schauen wir mal, ob da irgendwo ein Sprint zu holen ist. Oh, nee. Ich werde hier auf gar keinen Fall ausreißen, um mir diesen Sprint hier zu holen, wenn ich mir die beiden Klopper angucke. Corsaint-Martin, La Colmiane. Und dann den Col de Turini noch. Ja, den kommen dann auch nochmal zwei. Der Col des wird auch noch gefahren. Und der Col des Quatres Chemins, wenn ich es irgendwie richtig ausgesprochen habe. Ja, dann mal für euch das Magazin. Und boah, unser Kapitän ist hier nicht zu sehen, ey. Eieieiei, haben die alle hier 82 und so am Berg, oder was? Oder hat unser Kapitän einfach nur so eine schlechte Form? Ja, Romain Grégoire hier, 83 am Berg, der Top-Favorit. Und naja, das wird eine entspannte Etappe für Erik. Hello and welcome to all. This second stage is already an important moment for the contenders for final victory. With 3 first category climbs, they'll have to show themselves. Otherwise, they'll start the tour with a crippling deficit. Ja, und damit jetzt kommt zur zweiten Etappe der Tour de France hier. Das war zu erwarten, dass wir jetzt eben nicht, dass ich überhaupt einsteuern darf. Finde ich schon echt toll von unserem Kapitän und Manager. Das ist echt nett von euch. Denn so ein Beschützer ist immer nicht schlecht, um halt Energy zu safen. Ja, da legen wir direkt los. Ja, Donovan fängt auch schon an, Kommandos zu geben.
Also, dass der bei den Favoriten nicht dabei ist, wundert mich ein bisschen, weil da mit Fischer Black ist einer drin, der 76 am Berg hat. So, ein bisschen weiter vor für Erik. Attack by Lilian Calmejan. Und unser Donovan, der hat ja 81 am Berg. Und hat eine plus 3 vor. Dann müsste eigentlich bei den Favoriten dabei sein. Hoffen wir mal, dass er hier was reißen kann. Ja, Erik sitzt hier, glaube ich, ganz gut, würde ich sagen, so fürs Erste. Da geben wir uns noch ein bisschen Action hier. Hier ist einer alleine, der wird noch von vielen verfolgt. Die aber, also wie es aussieht, schon wieder vom Feld verfolgt werden. Na, da wurden sie auch wieder eingefangen, die vier. Also die erste Etappe war ja auch schon recht hart, ne? Also die Angriffe gingen so bis Hälfte des Rennens. Auch die dürfen nicht weg. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Ich hoffe mal, dass unser Kapitän nicht irgendwie so eine dämliche Idee kommt, hier anzugreifen. Was kriegt er denn so für Werte? Das ist Aaronsman, da ist Donovan. Also, wie gesagt, ganz komisch, dass der bei den Favoriten nicht mitsteht. Naja, ist halt so. Das Motorrad wurde übrigens eingefangen. Das ganz vorne hätten wir noch, aber die Gruppe steht auch so, wie es aussieht. Da würde ich sagen, ich cut euch das raus und hier kurz vorm letzten Hügel nehme ich euch dann wieder mit rein. So Leute, etwas über 20 nehme ich euch wieder mit rein. Das ist so unfassbar. Erik ist hier tatsächlich noch dabei. Allerdings eben Dilly ist auch noch dabei. Das grüne Trikot. Trägt ja Stuart, der ist zurückgefallen. Dass Erik die beiden Berge und dann noch den Col d'Ais auch noch überstanden hat, das ist übel, ey. Krass. Das macht ein bisschen Hoffnung für die Lombardei-Rundfahrt. Ja, ich hänge halt eigentlich hinter Donovan, aber er fährt da nicht so richtig ran. Immer wieder fährt Donovan so ein bisschen weg. So, und jetzt geht's da nach oben. 15 Kilometer remaining. Da fahren wir auf jeden Fall mit dem Punkt. So, ein bisschen runter. Oh, jetzt kommen Angriffe. Ich meine, wir müssen ja die Etappe nicht unbedingt gewinnen. Wäre natürlich geil, aber... wenigstens ein paar Punkte mitnehmen wäre geil. Oh, Alpecin. Ja, hat mir einen mitgegeben. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Der ist ja auch am Berg genauso wie wir. Ja, da gehen wieder Angriffe ab. Another attack. This time it could go all the way. Doch, sind wir dabei. Letzte Kilometer. Lieber das Wuseln an, falls mir nochmal einer vor die Karre fährt. 10 Kilometer remaining. So, jetzt sind sie hier. Greift der Erik mal an hier. The finishing line is at the bottom of the slope. It's the final moment of excitement. Da waren welche dabei. Den hier rein. Stromlinie rein. Was ist Dilly? Im Moment nicht zu sehen. Entschuldigung, Dilly ist immer noch nicht zu sehen. 5 Kilometer to the finish line. Ja, es geht, habe ich nicht mehr. Das habe ich mir schon vorher gegönnt. Alter, das sieht auch krass aus, die Fahrer auf einmal da lang. Oh, das ist Dilly. Er ist nicht zu sehen im Moment. Ein bisschen ist noch und ich habe halt Stromlinie. Aber Gregoire? Oh, der kann sprinten. Ist hier noch jemand zu sehen? Der kommt Dilly? Ich habe allerdings eigentlich noch ein bisschen rot. Ich weiß nicht, ob ich weiter sprinten soll oder mich an Gregoire ranhängen soll. Häng dich doch mal kurz ran.
Jetzt nochmal raus. Ah, der Gregor zieht uns tatsächlich ab. Sie führt zu früh raus. Und der Deli auch noch auf der Seite. Ey, oh Mann, ey. Hat nicht geklappt, ey. Mann, wäre ich mal doch noch ein bisschen länger an Gregor dran geblieben. Das habe ich auch, glaube ich, wieder selber verkackt. Gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Aber für eine Bergetappe nicht schlecht. Aber wie gesagt, dass der Deli sich auch hier mit rüber rettet, ist so übel. Wahrscheinlich den kleinen Bonus des Game-Trikots bekommen. Ich bin halt so früh rausgegangen, weil ich halt Angst vor den Sprintern hinter mir hatte. Aber es war halt ein Fehler, hat man gesehen. Da habe ich die falsche Entscheidung getroffen. Schade, schade. Wäre natürlich geil gewesen, jetzt hier die Bergetappe mal zu gewinnen. Jetzt hat sie tatsächlich einen Bergfahrer gewonnen. Da, das war zu früh. Aber ich bin ganz ehrlich, bei den Sprintwerten, die der hat, hätte ich nicht gedacht, dass er so lange durchzieht. Aber naja, schönes Ding für Gregoire. Wir gehen mal zu den Ergebnissen. Kommt ja noch eine Etappe in dieser Folge. So. Allgemein sind wir im Moment Dritter. Oh, Gregoire, da der 83 am Berg hat. Okay. Der ist ganz schlecht im Zeitfahren. Und Pogacar sitzt hier auch schon auf 4. Yuzu ist auch gut im Zeitfahren und hat auch 83 am Berg. Nee, für Gregoire wird das nichts. So, Sprintertrikot. Ja, hätten wir jetzt gewonnen, wären wir jetzt wahrscheinlich im Sprintertrikot. So sind wir 7 Punkte hinterher. Ja, die beiden, die in der Gesamtwertung vor uns sind, sind auch unter den 25-Jährigen vor uns. Ja, ja, die Leistung finde ich natürlich richtig gut. Ja, wie gesagt, wäre toll gewesen, wenn wir diese Bergetappe gewonnen hätten. Hat leider nicht ganz geklappt. Jetzt kommt auf jeden Fall die nächste Flachetappe hier. Und ich denke mal, da wird der Deli auch ganz schwer zu schlagen sein, wenn er jetzt schon hier bei der Bergetappe den zweiten macht und mithält. Danach kommt dann der erste Ruhetag. Oh la la. Dass das als Flachetappe gewertet ist, ist auch nicht schlecht. Tja, dann mal für euch das Magazin. Ja, Erik sitzt wieder hier unten und Deli ist wieder der Top-Favorit. Naja, schauen wir mal, ob wir auf der Etappe unseren ersten Sieg bei dieser Tour de France einfahren können. Hello cycling fans everywhere. Despite the somewhat uneven profile at the middle of the stage, the ambition of the sprinters' teams should not be dampened. The flat closing stretch is made for them, and they'll do their all to set up a bunched finish. Oh, damit jetzt kommt zur dritten Etappe der Tour de France hier. Wir sollen hier Fünfter werden. Dainese und Stockbrow haben auf jeden Fall eine schlechte Form. Wir haben zum Glück plus 2 eingefahren. Ich denke mal, ich bleib dabei, ne? Du bewachst Erik. Und Borgioli bewacht unseren Captain. Der wieder plus 3 hat. Der ist auch im Formhöhepunkt. So, Erik ist hier. Der Beschützer ist hier. Oh, der Rest muss erstmal nach vorne fahren. Dann legen wir los. Oh, kommt wie immer, Erik. Kommt ein bisschen zurück. Bisschen zurück. Kommt zurück hier. Das ist immer schwierig. Obwohl, jetzt ist einer von Delis Leuten vorne. Der müsste ja eigentlich die Führung übernehmen. Und da geht die Action ab. Und da gehen wir rein. Da sind die ersten beiden unterwegs. Ab in die nächste Cam. Da geht noch einer ab. Der wird noch von 2, 3, 4 weiteren verfolgt. Kein Mejane ist wieder dabei. Aber das mag das Feld nicht. So, die versuchen sich aber nochmal. Ja, und ihr dürft nochmal nicht weg. War zu erwarten, Leute. Aha. Kalmajan versucht es nochmal. Attack by Lilian Kalmajan.
Omar Fryle ist auch dabei. Aber die dürfen nicht weg. Tja, jetzt gehen dann bald die Anstiege los. Ich denke mal, mit Leuten nach vorne fahren, warte ich noch bis zu diesem kleinen Plateau hier. Und da geht dir nichts angefangen. Things are heating up in front. Na, die beiden möchten. Nee, die vier so. Fünf sogar, die wollen auch noch weg. Puls im Feld geht aber nach oben. Und da sind sie wieder eingefangen. Aber es hat einer geschafft. Einer ist wieder weggekommen. Ich wollte gerade umschalten, aber nee. Es geht hier noch munter weiter. Die nächsten fünf sind unterwegs. Na, keine Chance wegzukommen. So, jetzt aber mal umswitchen hier. Kann Erik eigentlich mal ein bisschen weiter zurück hier. Okay, jetzt versuchen sie nochmal welche. The current pace is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. Ja, fahrt mal alle vorbei, vor allem das gelbe Trikot. Dahinter wollen wir uns platzieren. Nicht am gelben Trikot vorbeifahren, lass das ruhig mal vorne. So, jetzt sind wir hier auf diesem Plateau angekommen. Damn, werde ich mal meine Jungs nach vorne holen. Er kommt denn wohl als erstes an. Is down, and he's not going to be able to carry on. Let's hope it doesn't jeopardize the rest of his season. Donovan hat einen guten Zug drauf. The lead rider is now more than 2 minutes ahead of the peloton. There's a mass crash Donovan in the back, haben but it doesn't look warte mal, deine war schon ganz gut. Den haben wir auch. Stockbro ist hier. Aaron's Man ist da. Nee, Philipsen. Den haben wir. Da ist Aaron's Man. Der zieht hier durch. Red Dish. Bam. Da haben wir noch Stockbro. Bauen wir ein Stück zurück. So, dann habe ich hier nochmal schnell das Team gesammelt und dann schneide ich euch das raus. Und da nicht viele Leute weg sind, nehme ich euch hier kurz vorm Zwischensprint, nehme ich euch wieder mit rein. So Leute, dann nehme ich euch wieder mit rein. Wir sind auf der Abfahrt zum Sprint. Da werde ich aber noch nicht alle für nehmen. Der Nesse, der hat doch so eine schlechte Form, ne? Der soll mir hier mal den Sprint anziehen. Ich hoffe, er kommt noch schnell genug nach vorne. Etwas über 10 Kilometer sind es noch. Oh ja, hier mit 95 Bretter der gut durch. Jetzt ist er an Erik vorbei. Du stoppst hier mal, den nicht so weit zurückfällst. Erik hängt sich da mal ran. Der machst du mal einen Punkt hier. Den kann ich dir auch ruhig mal gönnen. Da kommt Erik. We can only hope that they all get back up. We've got just one third of the race left to run. Now is not the time to give up watching. Hier schon wieder ein bisschen mehr an. Oh, deine sind mal ein bisschen schrubben, ja? Da noch über 5 Kilometer. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Nach vorne sind es nicht ganz 3 Minuten. Dreieinhalb Kilometer bis zum Sprint für uns. Da es bergab geht, kommt deine Nase. Schrub mal richtig hier. Der Erik mal raus. Gucken wir mal, ob er es halten kann. Wegdrängeln hier, wegdrängeln. Jawohl, die Puck da war eingesackt. Stäbchen. So. Und dann lassen wir es wieder einfangen. Ah, Gott, mal wieder den Abstand ein bisschen verringern zu Dilly. Ja, dann sind wir wieder im Feld und dann cutte ich euch das wieder raus bis zum Zielsprint. So, Leute, etwas über 20 Kilometer, seid ihr wieder live dabei? Dann würde ich mal sagen, da ist die 20 Kilometer Marke. The pack is back on level terms with the breakaway group. Gruppe haben wir eingefangen. We're just 20 kilometers from the finish, so things should come down to a mass sprint for the line. Dann bauen wir mal einen Zug auf. The pace. It's going to be difficult to break away now. Na, er hört nicht mehr auf zu labern. Du machst mal den Anfang. Ah,
bleibt mal ruhig erstmal bei 95. Dann nehmen wir Borioli, oder? Duane. Den Stock, Bro. Ja, dann Dainese. Der hat hier aber echt gut... nicht im Ernst. Wie ist der denn da hinten hingekommen? Der war doch ganz vorne. Oh, den kriege ich nicht mehr ran. Dann müssen wir ein bisschen umprogrammieren hier sozusagen. Luis, deine. Du, deine. Dann kommt Philipsen. Oh, dann kommt der gute alte Erik. Naja, wer weiß, vielleicht hätte uns deine See nicht mehr großartig helfen können. Ist durchaus möglich, weil er schon so kaputt ist. Das ist zu schnell anscheinend. Hängen alle dran. Dann setzen wir erstmal noch ein bisschen. So, und jetzt aber, damit uns hier keiner mehr in die Parade fährt, fahren wir lieber mit Punkt. Uh-oh, the pack is quick in the pace. Sind auch nicht alle da. Wo ist der Rest? Da hängt er endlich dran. Oh, jetzt schrubben wir los. There are just 10 kilometers left. Verdammt. So, Stäbchen ablösen. The teammates of the main sprinters are not handing out tickets for a breakaway, so the stage will end up in a mass sprint. Ja, kann er mit 96 noch mithalten, da bricht er zusammen. Alle dran. Dann haben wir noch so ein paar Fahrer. So, der hat es auch hinter sich. Nächsten. Das ist schon die 5 Kilometer Marke. Only 5 kilometers left. Ein bisschen bergab. So, jetzt nehmen wir aber schon mal den. Gucken wir mal, ob der mit 95 das noch kann. Nein! Der wird doch sonst immer deaktiviert, ey. Diesmal irgendwie nicht. Ganz kurz so. Dish, bam, Bosch. Dann kriegst du den noch rein. 3,2 Kilometer. Geht bis bergauf. Oh, da kommt jemand von Stuart, glaube ich. Dann schrub mal lieber. Wir flipsen mal raus. Erik raus. Das schaffen wir wieder nicht, oder? Nein, das schaffen wir leider ganz knapp wieder nicht. Nur Dritter geworden. Scheiße, ey. zumindest? Wo ist denn Deli? Haben wir den irgendwie unterwegs ver... Ach, hier! Der war dann erst in dem Hauptfeld mit drin. Na, das ist ja schön. Da müssen wir ja normalerweise das Sprinter-Trikot erobert haben. Na, sind noch einige unterwegs. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir den abgehängt haben. Na, es ist immer noch was unterwegs. Na, ich meine, dieses Mittelprofil, das war auch ziemlich hart. Naja, zu schade. In der ersten Folge konnten wir keinen Sieg einfahren. Bei allen drei Etappen hätten wir sogar die Chance gehabt. Selbst bei der Bergetappe. Und da auf jeden Fall habe ich es, denke ich mal, selber verkackt. Einfach länger an Grégoire dranbleiben und erst später rausziehen. Das hätte klappen können. Und hier hat halt der Saft nicht ganz gereicht. Naja, am Ende haben wir sie dann doch noch überholt. Aber das bringt einem halt auch nichts. Da kommt Deli.
Da ist Erik aus dem Bild gefahren. Da ist Gürmi. Ah ja, das war natürlich einen halben Meter mehr und hätten wir den Jacuzzi noch gehabt, dann können wir zu den Ergebnissen gehen. Naja, wir waren ja schon Zweiter im Sprinter-Trikot, also das müssten wir jetzt eigentlich haben. Deli ist immer noch im gelben Trikot und ja, wir haben das Trikot unserer Wünsche eingefahren und sind im Moment 2 Punkte vor. Sehr schön, dass wir das schon mal geschafft haben. So, und dann haben wir hier auch die erste Folge der Tour de France hinter uns gebracht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, bis dann und ciao.